sollen aber schon rauskommen. Schon Zeit für Hasen. 16. Februar bis 15. Oktober. Das hieß also ein Wilderer oder sowas. Vorausgesetzt, dass es kein Tiefkühlhase war. Kann man das feststellen? Ja, da ist es jetzt zu spät. Jetzt haben wir die Brocken selbst aufs Eis gelegt. Aufs Eis gelegt. Hoffentlich wird das nicht zum Symbol für den ganzen Fall. Um 16 Uhr ist die Beerdigung des Juweliers. Bleibt treu, wird soviel auf dem Nordfriedhof bestattet. Welche Maßnahmen sind getroffen? Wir sind heute Nachmittag mit 5 Beobachtern auf dem Friedhof. Ob es was nützt, ist allerdings fraglich. Zu einer Beerdigung kommen Hunderte von Neugierigen da. Den eventuellen Täter rauszufischen dürfte schwierig sein. Vorausgesetzt, dass er überhaupt dabei ist. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Dr. Zorn. Na, hier knistert es ja förmlich vor Optimismus. Sie sind ja ein glänzender Beobachter, Doktor. Wir sprachen gerade von Bleibtreus Beerdigung. Wir rechnen uns da eine minimale Chance aus, den Täter zu fassen. Hoffentlich zieht es den Täter wirklich ans Grab des Ermordeten, wie es immer so schön heißt. Und hoffentlich finden wir ihn raus. Apropos Grab. Bleibtreus Neffe rief mich gestern noch mal an. Er möchte den Schäferhund im Garten des Juweliers begraben lassen. Das hätte sein Onkel bei Lebzeiten so gewünscht. Und was haben Sie ihm geantwortet? Oh, dass er sich die Erlaubnis dazu holen müsse. Von mir aus, ich habe nichts dagegen. Es wird trotzdem nicht gehen. Warum nicht? Weil der Hund noch lebt. Ah.